Yo, Friends, ich kann es kaum glauben, aber das ist jetzt der letzte Part von meinem Geburtstagsgeschenk für meine Mom. Das Ganze hat tatsächlich länger gedauert, als ich dachte. Aber jetzt sind wir mittlerweile schon bei der zweiten Hälfte des Bildes angelangt. Und auch auf der Seite habe ich kunterbunt durcheinander gemalt und versucht, die Lieblingsfarben meiner Mom mit zu integrieren. Ich muss sagen, dieses Bild zu malen hat tatsächlich mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Ich muss auch sagen, das Endergebnis hat mich krass überzeugt. Am Anfang war ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, aber es hat mir super viel Spaß gemacht, das Bild zu malen. Hier habe ich noch die letzten Final Touch-Ups gemacht und dann habe ich noch meine Unterschrift drauf gesetzt. Und Leute, das ist einfach das Endergebnis. Wie findet ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ich finde es auf jeden Fall mega cool.